Hi, ich bin's, der Rudi. Und der Ernie, mein Idol aus Kindertagen. Ernie, sag mal was. Ja, das trifft sich ja gut. Ich nämlich auch. Der Ernie hat jetzt eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ich pack den mal hier hin. Sieht man den? Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr den seht. Ich habe mir sagen lassen, ich mache Werbung. Egal, ob ich Werbung machen will oder nicht, ich mache Werbung. Und deswegen haben wir hier so ein schönes Schildchen und das kriegt der Ernie jetzt hier zum Festhalten. Und damit ist der Ernie jetzt Werbeträger. Tada! Und weil mir so grundsätzlich unterstellt wird, dass ich Werbung mache, darf ich jetzt ja auch richtig Werbung machen. So zum Beispiel für meine T-Shirts oder für meine anderen T-Shirts oder für meine wunderschönen Roadhouse-Musiktassen, aus denen der Kaffee morgens natürlich noch mal viel besser schmeckt. Siehst du? Findet ihr alles auf meiner Webseite. Aber jetzt wird wieder Musik gemacht, okay? Beim letzten Mal bin ich dir noch schuldig geblieben, wie das geht mit dem Palm Mute und mit dem Slide. Und das gucken wir uns heute an. Der Palm Mute geht eigentlich ganz einfach. Man nimmt die Gitarre und legt hier, da wo die Saitenreiter sind oder bei einer Gitarre mit Fixed Bridge, eben diese Bridge, den Handballen auf und kippt nach vorne, sodass die Saiten abgedämpft werden, aber immer noch ein bisschen Ton geben. Das ist also eine reine Abdämpfgeschichte mit der rechten Hand, mit der Spielhand. Ist also ein bisschen tricky, in der Abdämpfposition zu bleiben und gleichzeitig zu spielen. Also man muss im Grunde genommen so ein bisschen aus Daumen und Zeigefinger heraus spielen. Man kann jetzt ja nicht so machen. So, das andere Abdämpfen wäre mit der linken Hand. Das gibt es auch noch. Da steht dann aber nicht Palm Mute drüber, dieses PM über der Tabulatur, sondern dann sind in der Tabulatur anstatt der Notenposition bzw. Griffposition sind dann so Kreuze drin. Das macht man mit der linken Hand. Die linke Hand macht dann einfach nur die Finger auf die Saiten drauf, die werden aber nicht gedrückt, sodass man so ein Rattern hat. Haben wir im vorigen Video auch, habe ich euch das vorgespielt, um das Schlagmuster zu erklären. Linke Hand. Hört sich so an, ist ein eigenes Stilmittel und Palm Mute, wenn eben PM oben drüber steht, das hier. Das ist dieser Presslufthammer-Sound. Spielen wir mal ein G und spielen auf der 1, spielen wir den klingend und setzen dann den Palm Mute an und machen dann diesen Presslufthammer-Sound. Und zwar bei der 2 und 3 und 4 und. Okay, also 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und. Wenn du das jetzt ein bisschen trainiert hast, nehmen wir als nächstes auch wieder einen klingenden Schlag auf der 4 dazu. Wir spielen also auf der 1 eine Viertelnote, auf der 4 eine Viertelnote. Und bei der 2 und 3 und spielen wir abgedämpfte Achtel. Die spielen wir alle runter. Bei dem abgedämpften Spiel, bei dem Palm-Mute-Spiel, wird es immer als Downstroke, als Abschlag gespielt. Ist einfacher von der Technik. Okay, wir fangen an mit dem G wieder und spielen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Wenn du das spielst, 1, 2 und 3 und 4, hast du das gleiche Muster beim G, also am dritten Bund, beim A, am fünften Bund, beim B, am siebten Bund, beim C, am achten Bund und beim D, am zehnten Bund. Damit du jetzt von da oben nach da unten kommst, brauchen wir die nächste Technik. Da sind wir jetzt beim Slide. Dieser Slide wird gespielt zwischen dem G und dem A. Nehmen wir
Hier haben wir auf der 4 gespielt, rutschen dann rüber und spielen hier auf der 1. Zwischen der 4 und der 1 liegt richtig die Zählzeit 4 und. Das heißt, wir zählen 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1. So, damit das jetzt sich dann nicht so komisch anhört, weil zwischendurch war ja nichts mehr, machen wir unsere Presslufthammer-Sounds dazwischendurch wieder rein. Nämlich auf der 2 und 3 und. Also vier Anschläge, die wir alle als Downstroke spielen, also alles nur runter. Und machen auf der 1 und auf der 4 unsere klingenden Anschläge. Und zwischen der 4 und der 1 machen wir den Slide. Immer auf der 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 aus. Soweit, so gut. Das war's auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy und natürlich hier im Laden. Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.